sind zu 29% kommunistisch. Geht ja nicht mehr so viel. Ah, 30. Ecuador. Problem nur, die Alliierten können sich jetzt halt auch übertrieben aufbauen. Mal pushen, da hätten wir dann alles schneller hinter uns. Stimmt, wer pusht mich denn alles schön? Ich. Nur Spanien. Willst du noch von der Sowjetunion gepusht werden? Ja, wäre ganz freundlich. Ich hatte eigentlich gehofft, ich könnte mit den Japanern irgendwie verhandeln, eine Grenze, eine vorläufige. Nur irgendwie hat er nie mit mir reden wollen. Das ist alles ein bisschen problematisch noch für dich. Oh, hey, was? 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 What? Den hat doch keiner von uns getriggert. Die Deutschen sind gut. Attention. Was soll der Scheiß denn? Ich will gar nicht Angriffspakt mit den Deutschen. Aber hey, es ist Deutschland. Wer jetzt Sowjetunion verlässt. Kommentieren, Sowjetunion tritt Achse bei, wir alle RIP. Genau, Achse Berlin-Moskau. Wobei, ich glaube, da werden die Bündnispartner sogar mitgezogen. Bei der Achse Berlin-Moskau. Ich bin mir nicht sicher. Also komm, einmal alles gegen die Alliierten werfen. Na gut. Das wäre eigentlich ganz nett. Wenn wir uns also die Bündniskarte angucken, sehen, was zu Axel gehört, was zu Kommentaren gehört. Und dann alles als eins. Mhm. Gegen die Alliierten. Gut, dass Griechenland neutral ist. Oh. Okay, Griechenland ist auf unserer Seite, wir verlieren das. User joined your channel. Heiko. Was? Ja, ich sehe schon. Hier noch mal einen zweiten Termin von. Weiß ich, ja, es gibt bestimmt einen, aber ich kann dir nicht nennen. Ah. User left your channel. User joined your channel. Ah, Heiko. Was? Regelverstoß. Was? Großbritannien. Haben sie gemacht. Sie sind in einen Krieg reingejoint, der gegen einen Spieler. Gegen welchen? Gegen Kolumbien. Dann sollen sie, ja, sag ihnen Gruß und wir dürfen nicht eintreten. Ist schon zu spät, der hat ihn in die Alliierten eingeladen. Ja, dann sollen sie halt nicht keine Truppen schicken und nichts. Aha. Dann wird der Krieg ja nie beendet. Ja, sie eben. Dürften ja eh gleich eintreten. Ja, wir machen jetzt deswegen Quisken Rehost, nicht wegen Kolumbien. Aber die Tschechoslowakei war okay, ja, das ist ja richtige Diskriminierung von Kommunisten. User left your channel. Solange Griechenland gut geht, bin ich zufrieden. Norwegen, Bibelisch. Wenn ich eigentlich meine Armee trainiere und die auf Level auf regulär ist, macht die dann überhaupt noch weiter? Weil ich sehe hier gerade keinen Fortschritt. Nein. Regulär ist das Höchste, was man antrainieren kann. Wollte ich meinen. Dann kann ich nämlich gleich, wenn die durch sind, kann ich nämlich wieder das aufhören und produziere wieder mehr Artillerie. Das Einzige, was sie noch bringt, wenn du die weiter trainieren lässt, ist, dass du mehr Militärerfahrung kriegst. Stimmt, das kann ich einfach machen. Das macht aber bei mir plus 0,036. Das interessiert mich weniger. Also würde ich definitiv weitermachen bei diesen stieren Massen. Das war Sarkasmus, oder? Ich möchte, dass du Verschleiß hast. Alles, was dich schwächt, ist gut für mich. Das schwächt mich nicht. Ich habe 959.000 Manpower und habe genug Equipment. Und wenn es nur so minimal ist, das ist egal. Ah ja, das mit der Manpower ist bei mir auch so eine Sache. Aber da gibt es doch Möglichkeiten, dass man die höher bekommt. Ich hab halt 99.000 Mann. Ich bin der normalen Infanterie hier Engineers, ne? Ich hab 99.000 Mann, den ich bin bei 5%. Reinmachen können. The fuck? Mein Kriegsziel hat aufgehört zu fingieren. Warum? The fuck? Warum? Ich hab das nicht abgebrochen. Weiß ich mal, zufälligerweise, ob ich irgendwo einen Fokus habe, bei dem ich noch mehr Manpower bekomme. Nein. Wir könnten für das nächste Mal halt Population Grow reinmachen. Ja, aber das ist ja wirklich minimal. Ja, aber das ist schon mal ein bisschen was. Ja, aber ich rede hier ja eher von Hunderttausenden, nicht von 2, 3. Weil so halte ich nicht lange einen Krieg durch. Ja, das kenne ich. Da wird, ich glaube, der Krieg hier
besser laufen wird als damals mit Brasilien und so. Wir sind gerade übrigens auf Speed 1. Warum sind wir auf Speed 1? Sorry, da unten könnte ich was kriegen mit, aber es dauert ewig, bis ich das hab. Wie sieht eigentlich unsere Kriegsplanung im Bereich Afrika aus? Lassen wir die Kolonien jetzt mal so ein bisschen zurück und... Ja, es kommt halt drauf an, also wenn die Alliierten uns angreifen, wovon ich ausgehe, weil die USA hat mir ewige Rache geschworen, dann werden wir Afrika aufgeben. Wenn die Alliierten uns nicht angreifen, dann können wir uns in Afrika verteidigen. Also das ist ja eigentlich euer Ding und die Sowjetunion interessiert das kaum. Ja, die Sowjetunion interessiert es ja auch, ob ihre westlichen Verbündeten abkacken, ich mein, oder ja, nicht. Ja, wenn Frankreich kapituliert, wäre natürlich Afrika nicht schlecht, aber... Weiß nicht, könnt ihr irgendwas von mir kaufen? Exportiere ich irgendwas? Nein, oder? Nein, fuck. Also ich sitze jetzt, also ich persönlich sitze halt darauf, der faschistische halt, Baumjahr, den kann ich ja nicht nehmen. Dass wir halt, wenn wir jetzt halt Polen einnehmen, dann stehen wir relativ, dann sind wir relativ schnell in Berlin, dass da schon Massen an Siegpunkte gibt. Frage. Also dass wir dann halt Europa da relativ schnell rausbekommen und dann ist da halt ja noch dieses. Könntet ihr Lizenzen von mir kaufen? Bitte. Viele. Ey, alle von euch, bitte. Ich brauche die Fabriken. Dringend. Was ist von dir kaufen? Auch Fabriken, die Lizenzen. Aber... Ja, nur du bist nicht gleich im Krieg mit Japan. Und hast eine Armee von 28 Divisionen und musst mir ewig eine Front verteidigen. Wenn du im Krieg mit Japan bist, dann werde ich noch was drüber schicken. Ab wann ist der Spielerkrieg erlaubt? 39. 1. Januar. Okay. Ja. Warum? Okay, ne, weil wir nur planen. Wir müssen ja voraussichtlich planen. Okay. Also nicht gegen dich, also Parker, du bist nichts dabei und... Was? USA, möchtest du China gegen seinen Kampf gegen Japan unterstützen? Das war China. Ich weiß nicht. Ich will eigentlich gar nicht gegen in Europa kämpfen. Echt? Nicht kämpfen. Unterstützen. Du brauchst mich nur unterstützen. Vor allen Dingen, dann wird's so weit. Willst du China im Kampf unterstützen, dann also ich kann ich gegen Europa halt, kämpfen. Ich kann dir halt 20.000 Infanterie aus der Stück schicken, wenn du willst. Das würde, glaube ich, helfen, ja. Dieser Tim, der gerade redet, der spielt USA. Ja. Ich wollte gesagt also noch, haben, ich, noch erst, einmal, ich erst einmal will ich auch keine Kriege in Europa führen. Erst einmal. So. Ja, ach so. China ist nicht in Europa. China, was? Ja, China ist nicht in Europa. Okay, das ändert dann die Sache. Ich brauche nur, sobald sie mir den Krieg erklärt, Träger zur Unterstützung. Ich habe nicht genug Division draußen. Und... Ja, wir sollten Freiwillige senden können. User left your channel. Ohlala, woher hab ich denn auf einmal 23.000 User bei Mannstärke? Jetzt läuft das ja erstmal. Kann sein, dass ich gleich weg muss und ich habe auch schon Ersatz gefunden für die Türkei. Okay. Das ist okay, wenn ach, der Türkei ist nicht schlimm, du kannst das mir geben, dann verwalte ich das für dich. Ja, bestimmt. Nein. Bam, hey. Wäre es okay, wenn wir das so machen würden, dass ich dann... Ja, wann? Demnächst, also in den nächsten 5 Minuten. Ja, okay. Moment. Mir wird gerade vorgeworfen, dass er ein Kommunist sei. Der kommt aus Bremen, der ist so auf der Kommunist. Doch, ich wähle anscheinend geheim die MLPD. Ein böser Kommunist. Oder DKP, oder die KPD, oder die SGD. Was ist die SGD? Aber wobei, die kenne ich, glaube ich, sogar. Die KKE, oder? Nee, die SGD, die kenne ich. Aber die waren richtig eklig. Speed 4 geht nicht, wir sind schon froh, dass überhaupt Speed 3 geht. So, wir müssen noch die gesamte Grenze zu Rumänien abdecken mit den Soldaten. Also irgendwie dachte ich jetzt, wir bekommen von Polen mehr. Wir könnten jetzt noch schnell in 180 Tagen Polen erobern, ne? Na gut, falsch wert mit. Also, ja, sollen wir es machen? Überlegung wert. Also, machst du gleich den Hotschein an, damit ich raus kann? Ja, der Hotschein ist an. Ich mach das jetzt dann, ne? Okay, dann gehe ich jetzt raus. Ja, der Typ muss halt rein. Ja.
Okay, ich mache es. So. Ja, mein Rat spricht dagegen. Ich meine, das kommt halt knapp hin mit dem so Jahresende. Also möchte irgendjemand von mir Dings kaufen? Lizenzen. Hast du Staat? Die Lizenzen. Italien und Deutschland fragen mich für Militärzugang. Was ist mit denen los? Warte mal. Was meinst du mit Lizenzen? Produktionslizenzen kann man kaufen. Das bringt ein paar zivile Fabriken, nicht viele, vor allem nicht mit dem Equipment, was ich so viel. Ja, okay, würde ich machen. Achso, okay. Kann ich mit der Stahlhandel? Aber ja, oder man macht das wie die Amerikaner damals mit dem K98, einfach kopieren, scheiß drauf. Oh mein Gott, die Zeit läuft davon. Ich bin am Arsch. Ja, bitte. Kommst. Sozialistische Gleichheitspartei, genau, hier, danke. Du bekommst ganze 4 Fabriken. Oh, jetzt User joined your channel. Okay. Ja, da bauen sich meine Funke schon ein bisschen schneller. Welcher ist das jetzt? Bist du im Spiel? Ja. Okay, also kann ich jetzt raus. Hat zufälligerweise jemand Artillerie zu viel? Ich finde das jetzt von irgendwas. Wie heißt denn? Hast du Heiko als Freund geaddet? Ich? Ja, sonst gehst du einfach über mich in das Spiel rein. Kannst du einfach mich nicht beitreten? Lad mich doch ein. Lad ich nicht. Meine Frage, wer hat das jetzt mit der Artillerie gefragt? Italien. Spanien? Achso, Spanien. Nee, dachte schon. Ja, warte. Wir haben da ganz Eiko. Ja. Seit wann ist Norwegen ein Spieler? Seit letzten. Seit wir Spanien in. Ja, ein bisschen unterteilt haben. Ist ein Spieler, der auf dem TS ist? Ja. Er ist hier im Raum. Hi. Moment, welchen Spieler habe ich jetzt gerade eben. Zugang gewährt. Ach, der Mongol. Was denn jetzt? Ich übernehmen. Okay, dann. Ja. Okay. Bye bye. Oh. Tschüss. Nein, also dem anderen gegangen ist. Die Partie. So, alle, ciao. Griechenland bleibt noch. Wir haben noch eine große Mission. Lunte ist der, der das Spiel verlassen hat. Lunte ist doch immer der, der immer so zurückhängt. Wer? Stimmt. Ja, ich hab den jetzt übernommen. Nice. Oh, hoffentlich hast du Besseres. Nein. Oh, hoffentlich können wir vielleicht sogar mal Stufe 4 einstellen. Oh mein Gott, Stufe 4. Was für Wildträume. Wobei, ich glaube, 4 müssen wir gar nicht ein. Muss ich darum bitten, dass bei mindestens 3 dann runtergeht, ja. Weil Japan und so. Das wird die Hölle. Das ist doch einfach, oder? Gemacht. Natürlich, ich pumpe auch nicht schon die Truppen raus ohne Ende, die nicht mal wirklich Ausrüstung haben. Oh nein, das tue ich nicht. Sehr dumm. Ach man, ich brauche noch 9000 Mann. Also wir hätten noch 25 freie Divisionen. Soll ich die mal so ein bisschen nach Osten karren? Es bringt recht wenig. Erstens, du darfst doch nicht rein, zweitens, wir sind kein Bündnis. Ich meine nur sicherheitshalber, falls da Japan auf dumme Ideen kommt. Ach, das mit dem Bündnis regt mich auf. Den jetzt schon kein. Na gut, man kann. Jetzt sagen, die Sowjetunion marschiert da ein und die Bündnispartner machen einfach mal gar nichts dagegen. Ja, wir können ja nicht einmarschieren. Dafür bräuchten wir ja Kriegsgründe und so weiter. Dafür haben wir gerade nicht die Zeit. Abgesehen davon wäre es dann kein Überraschungsangriff mehr. Was das Wichtigste, glaube ich, wäre bei den Sowjets momentan, oder? Griechenland, möchtest du nicht, Italien so ein bisschen auf den Keks gehen, damit sie
historisch schön dich angreifen und dann genau so historisch verlieren. Ich habe gerade eigentlich ein Projekt vor. Die totale Massenvernichtung der kommunistischen sowie kapitalistischen Welt. Fast. 10 Landfestungen in Athen, ach du Scheiße. Nein, ich habe noch ein anderes Projekt am Laufen. Also neben der Weltherrschaft. Die Weltherrschaft bereite ich damit quasi vor. Ach so. So ist ein Sudan unabhängig. Schon seit Anfang des Spiels. So. Komm schon, China, ich brauche noch einen Start von dir. Nur noch einen Start. Ich hoffe halt mich wieder, deswegen die ganze Welt nicht hassen, weil ich möchte das nicht, das ist nicht mein Ziel, aber... Das tust du auch, wenn du die totale Welteroberung haben willst, aber... Nein, ich möchte nicht die totale Welteroberung, ich möchte nur was eine Sache erobern, die ich brauche, damit ich meine Wirtschaft ein bisschen geiler machen kann. Russland. Park hat einfach er bringt die ganze Welt gegen sich auf, um einen großen Frieden zu erschaffen. Kenn ich irgendwoher. Fast. Sekunde. Ja, der Anime heißt Code Geass. Was soll dir? Was? 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 Krieg! Wie? Kriegst du, fingiert. Was bringt dir das? Warum? Öl, 101 Öl. Wir haben Öl. Wie willst du da hinkommen? Über den Suezkanal. Kommst du überhaupt durch? Da komm ich durch, weil ich neutral bin. Oh nö. Und ja, ich schick 4 Divisionen Invasion-Streitkraft dorthin und sie haben einfach weniger. 3. Oh fuck, ich hab die nicht in den Hafen geschickt. Nein! 4. Reich. Was? 4. Reich? Was? 4. Reich? Also, Türkei, es kann passieren, dass ich jetzt irgendein komisches Event freischalte, aber ich muss Take Back bei Zentium machen. Was? Ich mach jetzt das Event Rückforderung von Byzanz. Kann sein, dass dann bei dir wie beim Rheinland irgendwie so ein Event kommt, das kannst du ruhig ablehnen, nur ich muss das machen, damit ich weiterkomme in meinem Fokusbaum. Yeah. Also nicht erschrecken. Ich will dir keinen Krieg erklären, ich bin gerade in Arabien. Ah ja, stimmt, habe ich gerade gesehen. Griechenland, Saudi-Arabien macht. So. Da gibt's ja... Und da ist der Blaufleck in Saudi-Arabien. Moment, Santium. Der sich jetzt ausbreiten wird wie ein Tumor. Oh, da verrecken wird wie ein... wie ein Tumor, weil der Hafen ist da, wo jetzt ein Drunter ist, und das ist eine Wüste und Berge. Viel Spaß. 20 Stadt. Okay, ich brauch die nur lange genug aufhalten. Braucht jemand Infanterieausrüstung? Oh, Manpower. Ich bin im Minus ein bisschen. Ich brauch so. Ich hab 30.000 Manpower und noch 45.000 im Feld. Du, über dir liegt aber auch nicht Großbritannien, das wahrscheinlich mit der USA verbündet, dass sie ewige Rache geschworen hat. Und neben dir liegt auch nicht Deutschland und Italien. Immer so, ja, aber du hast dafür Japan, hinter dir, was dir also helfen wird. Dann mach dir Weichei-Taktik und bunker dich ein. Was meinst du, was ich mache? Ich habe alle Defensivdinger genommen, die es gibt. Meine Truppen, ich habe sogar defensive Generäle und alles Mögliche. Ich bunkere mich ein des Zorns. Das Problem ist nur, wenn die bei mir einmarschieren, dann habe ich ein Problem. Aber aber du hast immerhin noch die Sowjetunion auf deiner Seite. Ja, aber bis die da ist, bin ich tot. Ich habe noch 41%. Nein, ich hätte eine Idee. Wir könnten, weil wir haben, also die Sowjetunion hat ein Kriegsziel auf Bessarabien, also auf Rumänien. Das könnten wir am 1.1.39, ne? Also, dann könnten wir halt Rumänien erklären. Ja, Rumänien, in Rumänien einmarschieren, in das besetzte Polen einmarschieren, in, Deutschland und den Ungarn einmarschieren, das wäre doch eine Idee, oder nicht? Und wenn es dann einigermaßen gut aussieht, joint dann Frankreich nach. Ja, und dann haben wir den Zwei-Fronten-Krieg. Ich brauche auf jeden Fall Gewehr. Heiko, ich habe da noch so einen kleinen Tipp. Versklave einfach die gesamte Bevölkerung in deinen Kolonien. Geht das? Direkt zum Armeedienst überführen. Wo geht es? Das ist nur eine theoretische Sache, sagen wir mal so. Achso. Aber ein bisschen Sklaverei wäre doch nicht schlecht. Das ist nie ein Fehler. Warte, ich bin Kommunist, brech die Ketten, warte was?
Ja gut, aber und so... Alle sind gleich aus. Aber so ein 10-Mann-Trupp von Sklaven mit Ketten an die Front geschickt und dann steht daneben einer, der sie bewacht. Er bildet noch Divisionen aus. Oh, kann ich mir die ganze Fiese verdrängen, auch wenn ich jetzt, eine Marinelandung mache. Was ist denn jetzt wieder los? Ah. Kann eigentlich dieses Brummen da ständig? Okay Leute, jetzt brauche ich dann Heiko, mal die Gewehre. Heiko, machst du das denn jetzt über 24 Uhr hinweg? Nee. Also deutsche Zeit? Nee. Ja? Nee, wahrscheinlich nicht. Oh. Mann. Wir machen noch eine Stunde, weil dann werden die meisten eh gehen. Du hast auch gesagt, bis du Turm fällst. Ja, schon. Aber... Weil ich werde wahrscheinlich so in 20 Minuten gehen. Ach so, okay. Ich spiele halt ein wichtiges Land.